nach dem Schleifen. Jetzt ist er umgekippt. Ich grüße euch, do it yourselfer. Ja, heute Lampe an, das blendet ein bisschen. Ja, worum geht's heute? Ich habe zuletzt ein kurzes Video bei Instagram und TikTok hochgeladen mit meiner neuen Giraffe. Die habe ich mir neu zugelegt. Ist jetzt Werbung für das Teil, aber unbezahlte Werbung. Ich krieg dafür nichts, aber ihr habt gefragt, Dirk, erklär doch mal, mach doch mal, tu doch mal. Deswegen jetzt kurz dieses Video. Also ich habe mir jetzt zugelegt hier die Planex LHS 2 225 EQI. Das ist die von Festool mit dem dementsprechenden Sauger. Das ist der, ich muss selber ablesen, der CTM 36 EAC. Und das ist natürlich ein absolut super Teil. Ich hatte vorher eine andere Marke. Nach 10 Minuten waren wirklich meine Arme schlapp mit dem Teil. Das ist ein rotierender Kopf, kein drehender mehr. Also praktisch wie eine Schwabbel, die so hin und her geht. Und ich muss wirklich sagen, da hat sich Festool eine ganz tolle Sache ausgedacht, um den Leuten die Arbeit zu erleichtern. Man wird ja auch nicht jünger. Und wer schon mal mit so einer Langhalsgiraffe geschliffen hat, der weiß, was das für eine schwere Arbeit ist. Es ist wirklich, es geht total in den Körper, man ist total kaputt nach einer gewissen Zeit. Und mit dem Teil ist es wirklich eine ganz klasse Sache. Ja, ich wollte euch das Teil mal vorstellen, was das kann. Also wie gesagt, ein rotierender Kopf, kein drehender Kopf. Ist relativ leicht. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was das Gewicht ist, aber ich will ja auch keine große Vorstellung von dem Gerät machen. Ich will euch nur zeigen, was die kann. Ja, es gibt verschiedene Langhalsgiraffen. Es gibt auch sehr günstige. Die ist sehr teuer. Also die kostet rund 1300 Euro. Aber wenn man das professionell macht, so wie ich, dann lohnt sich auch die Anschaffung für so ein Teil. Ich denke mal, wenn ihr nur ein kleines Haus habt, was ihr machen müsst, dann lohnt es natürlich nicht so. Aber man könnte sich die ja vielleicht auch ausleihen oder halt kaufen, anschließend wieder mit relativ geringem Verlust verkaufen, wenn die schön sauber gemacht ist. Das ist ja meine Regel, die ich auch immer in den Videos sage. Wie gesagt, es gibt auch günstigere schon ab. Ja, so auf Baumarkt 120 Euro würde ich nicht unbedingt tendieren, aber so ab 200 Euro bei Amazon gibt's auch schon relativ gute, die ihr auch schon gut einsetzen könnt, mit denen ihr auch schon gut schleifen könnt. Ich habe jetzt hier, also normalerweise schleife ich immer mit 80er Papier die Decken, die Wände mit 80er, gehe vielleicht nochmal mit 100er nach. Hier nehme ich jetzt direkt immer das 100er. Das ist unwahrscheinlich schnell runtergeschliffen, egal wie dick es ist. Das ist der absolute Wahnsinn, wie schnell die Maschine das runterholt. Und dann mit dem 100er Papier. Also bin ich schon absolut beeindruckt von. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, dass ihr mal seht, was dieses Teil kann. Der Sauger ist ein Klopfsauger. Man kann auch die Funktion des Klopfens, ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht, ich habe die Kamera schon ein bisschen hoch geneigt, damit ihr auch an die Decke gucken könnt. Den Sauger, halt die Klopffunktion kann man ausschalten, aber dann wird halt der Beutel schneller zu mit Staub und man kann nicht mehr so gut damit arbeiten, beziehungsweise es ist keine Haftung mehr gegeben. Für euch stelle ich das jetzt mal aus oder, nee, ich lasse es an, der kann ruhig klopfen. Also ihr hört mich jetzt mal kurz eine Zeit lang nicht, ihr guckt jetzt einfach erstmal zu und dann reden wir nochmal. Na?
Also, na, geh mal aus. Ah, hör doch auf Kommando. Also, ihr braucht bei der Maschine wirklich sehr wenig Kraft, um die Maschine an die Decke zu hieven, weil sie sich wirklich durch den Sauger richtig durch ein Vakuum festsaugt. Ich mache jetzt gleich mal die Klopffunktion aus. Und dann seht ihr mal, dass die auch wirklich alleine an der Decke kleben bleibt. Mit so viel Power zieht die halt. Wenn die Klopffunktion an ist an dem Sauger, ist ja jedes Mal eine kurze Unterbrechung. Das heißt, in der kurzen Unterbrechung kommt die mal kurz runter, die Langhalsgiraffe. Und man kann halt auch, wie gesagt, die AC-Funktion ausschalten und dann bleibt sie ständig oben. Ne? Dann ist dieses Vakuum ständig gegeben. Aber damit der Beutel natürlich sauber bleibt, schalten wir natürlich die AC-Funktion ein. Aber ich mache es jetzt mal ohne, damit ihr das mal seht. Ich schalte sie mal aus. So. Jetzt muss ich hier ein bisschen höher drehen. So. So, dann schaut mal. Seht ihr? Habt ihr gesehen? Also Sauger. Die klebt also wirklich alleine an der Decke, ohne großen Druck. Ich musste sie jetzt auffangen. War noch früh genug, sie ist noch ganz. es ist eine Wahnsinnserleichterung, was man für eine Arbeit gespart hat. Ja, das sollte halt nur so ein ganz kurzes Video sein. Wie gesagt, ist eine unbezahlte Werbung. Kann ich nur empfehlen. Tolles Teil. Wenn euch die Arbeit zu schwer fällt mit einer normalen, günstigen, müsst ihr tief in die Tasche greifen. Wie gesagt, danach wieder verkaufen und dann ist gut. Ja, ich hoffe, ach so, ja, ist vielleicht noch ganz gut. Zu sagen, also wenn ihr so eine Decke schleift, dann gibt es keine Regel, wie man die schleift. Also ihr könnt einfach schleifen durch dieses Licht, durch diesen LED-Streifen, sieht man natürlich ganz genau, wo noch irgendwas ist. Das ist auch manchmal ein Nachteil, dass man wirklich denkt, vorher hat es gereicht, weil man es nicht gesehen hat. Man muss sich auch immer einen starken Strahler aufstellen. Aber bei der sieht man wirklich alles. Also man sieht die kleinste Macke, man denkt wirklich, Mensch, du kannst ja gar nicht spachteln. Aber es ist natürlich für den Kunden ein Riesenvorteil, dass der sieht oder dass man weiß, die Decke ist wirklich hundertprozentig geschliffen. Und durch diesen LED-Kranz sieht man das ganz genau. Wie gesagt, wenn man schleift, also da, wo was ist, muss geschliffen werden. Es gibt keine Regel nach rechts, links, vor, zurück. Einfach schleifen. Ich lasse das Video jetzt einfach mal mitlaufen und ich schleife noch ein bisschen, damit ihr das noch ein bisschen seht. Ich mache die AC-Funktion an. Und so wie ich jetzt geschliffen habe, geht es eigentlich überall. Alle Decken, alle Schrägen werden so geschliffen. Ihr könnt mal lang gehen, einmal quer und dann ist eigentlich okay.
Und nach dem Schleifen, jetzt ist sie umgekippt, nach dem Schleifen wird natürlich grundiert. Dann können die entweder Vlies kleben oder auch streichen. Ja, das war es eigentlich so ganz kurz, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mal zu sehen, was so eine neumodische, neue Giraffe kann. Und wie gesagt, ich bin von begeistert. Haben sie gut gemacht. Alles klar, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dirk.